Heutzutage sind Mikrofone wie zum Beispiel hier das Shure SM7B total bekannt unter Streamern und werden irgendwie als heiliger Gral angesehen. Aber schon mit dem T-Bone BC500 habe ich euch gezeigt, dass es gar nicht so teuer sein muss, um geile Mikrofonqualität für den Stream zu bekommen. By the way, seitdem ich das Mikrofon vorgestellt habe, ist es irgendwie andauernd ausverkauft bei Thomann. In diesem Video möchte ich euch eigentlich zeigen, dass egal welches Mikrofon ihr in OBS Studio nutzt, ihr da richtig was rausholen könnt, sodass es unglaublich professionell klingt. Es sei denn, ihr nutzt ein Headset-Mikrofon, da könnte es dann wirklich schwierig werden. Wir werden heute einmal mit dem T-Bone SC420 USB-Mikrofon von A bis Z durchgehen, sodass ihr auch selbst wisst, wie ihr mit eurem Mikrofon alles perfekt einstellt und das Beste rausholen könnt. Und nach einem kurzen Clip geht's auch schon direkt los. Lasst uns kurz über den Sponsor des heutigen Videos sprechen, OwnTV. Bei OwnTV gibt es professionelle Designs und Animationen für euren Stream zu einem fairen Preis. Neben ganzen Komplettpaketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen oder aber auf Logo-Designer und Emote-Maker zurückgreifen. Also alles, was das Herz eines Streamers begehrt. Vor allem den Emote-Maker kann ich euch ans Herz legen. Dort könnt ihr zwischen 11 verschiedenen Charakteren wählen und diese ganz nach eurem Belieben anpassen. Die Emotes sind nach dem Kauf direkt zum Download verfügbar und können durch das passende Format auch direkt bei Twitch hochgeladen werden. Solltet ihr also Bock auf eigene Emotes haben, so klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv/owned. Das erste, was ihr machen solltet, ihr solltet natürlich euer Mikrofon am PC anschließen, ob nun per XLR, wenn ihr ein Interface habt, oder per USB direkt. Und wenn ihr das getan habt, dann können wir auch schon mit den Einstellungen am PC loslegen. Manche Mikrofone haben vorne einen kleinen Drehregler, darüber könnt ihr den Pegel einstellen. Und wichtig ist, dass man diesen Pegel am Mikrofon und den Pegel am PC miteinander kombiniert. Das heißt, zuallererst in Windows erstmal unten rechts auf die Soundeinstellungen, Rechtsklick Sounds und dann im neuen Fenster auf Aufnahme und dort suchen wir unser Mikrofon. In meinem Fall ist das hier Mikrofon USB Microphone. Rechtsklick Eigenschaften und dort ist der Pegel wichtig und auch unter Erweitert ist es wichtig, dass ihr das Format einstellt. In meinem Fall habe ich hier schon 16-Bit 48 kHz. Ihr solltet hier auch am besten auf 48 kHz gehen, wenn ihr das Ganze in OBS Studio verwendet, damit es dort zur Abtastrate passt. Dann der Pegel ist bei mir nur auf 52%. Das heißt, hier fehlt schon ein bisschen was. Bei manchen Mikrofonen steht das auf 5% standardmäßig. Stellt hier erstmal einen Wert zwischen 90 und 100 ein. Ich nehme immer gerne 95 und damit sind wir dann vom Pegel in Windows erstmal ready to go. Im nächsten Step könnt ihr dann schon in OBS in die Einstellungen wechseln und dort wollen wir das Mikrofon erstmal hinzufügen. Das heißt, unter Audio wählen wir dann bei Mikrofon AUX Audio unser Mikrofon aus. In unserem Fall Mikrofon USB Microphone. Haben wir das getan, auf Übernehmen und schon sollten wir hier unten sehen, wie weit unser Mikrofon ausschlägt. Und da seht ihr auch schon Folgendes, es schlägt ins Rote aus. Was ihr nämlich jetzt als nächstes macht, wir wollen erstmal den optimalen Grundpegel finden. Habt ihr nun ein Mikrofon, wo ihr selber am Pegel drehen könnt vom Mikrofon, dann dreht ihr den Pegel nun nach ganz links, damit ihr auf 0 gepegelt seid am Mikrofon und geht dann langsam nach oben mit dem Pegel, bis ihr hier oben bei minus 10 und minus 6 dazwischen ausschlagt. Habt ihr kein Drehrädchen, wie in meinem Fall am Mikrofon, dann könnt ihr jetzt mit dem Pegel in Windows wieder ein bisschen runtergehen. Das heißt, dort pegeln wir das Ganze nach. Das heißt, ich schnapp mir hier wieder meinen Pegel in Windows und kann jetzt langsam mit dem Pegel runtergehen. Und dann seht ihr auch, dass der Ausschlag in OBS ein wenig runtergeht. Ihr seht nun minus 10, jetzt gehe ich wieder ein bisschen hoch. Bei 85, 86, da bin ich ungefähr im guten Bereich. Und das sollten wir dann einstellen. Und schon haben wir den Grundpegel eingestellt zwischen minus 6 und minus 10 Dezibel. Das ist wichtig. Was aber auch dazu zählt beim Einstellen des Grundpegels, ist, dass ihr euer Mikrofon auch richtig positioniert. Meins steht da jetzt schon direkt vor mir. Ich sprich auch in die richtige Einsprechrichtung rein. Bei manchen Mikrofonen muss man von oben reinsprechen, bei manchen von vorne. Und da solltet ihr bei dem Mikrofon, was ihr habt, schauen. Das steht auch immer in der Benutzeranleitung drin. Und es sollte nicht zu weit weg sein. So 5 bis 10 cm weit entfernt. Also stellt das Mikrofon nicht irgendwie einen Meter weit entfernt bei euch auf den Tisch oder hängt es irgendwo mit dem Mikrofonarm oben über die Monitore, sondern positioniert das Mikrofon vor euch.
entweder halt direkt auf dem Tisch über ein Tischstativ oder noch besser über einen Mikrofonarm. Und damit sind wir schon mal ready to go, um jetzt alles aus dem Mikrofon rauszuholen. Was natürlich auch super interessant ist bei so einem Mikrofon ist, welche Einsprechrichtung bzw. welche Richtcharakteristik ein Mikrofon hat. Mikrofone arbeiten nämlich unterschiedlich. Es gibt Mikrofone, die nehmen nur von vorne Audio auf. Es gibt Mikrofone, die nehmen komplett um das Mikrofon herum auf. Und es gibt auch Mikrofone, die nehmen nur von vorne und von hinten auf. Also die Richtcharakteristik ist entscheidend. Wenn ihr da mal bei Google schaut, Richtcharakteristik Mikrofon, dann findet ihr hier auch schon solche Anzeigen. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, ist hier eigentlich eine ganz schöne Anzeige. Zum Beispiel Kugel, 8, Niere, Superniere, Hyperniere, Keule. Keule? Okay, also die Richtcharakteristik. In meinem Fall ist das Niere, das bedeutet, nur wenn ich von vorne in das Mikrofon reinspreche, wird auch mein Audio aufgenommen und von hinten wird eigentlich nichts aufgenommen vom Mikrofon. Wenn ihr dann zum Beispiel eine 8 habt, wird auch von hinten was aufgenommen. Das heißt, wenn dort die Tastatur ist, wird das mit aufgenommen und in den Stream überführt. Bei Kugel natürlich noch schlechter, weil von überall Audio aufgenommen wird. Bei Superniere habt ihr dann noch das Problem, dass ein wenig von hinten aufgenommen wird, auch bei Hyperniere. Das heißt, die beiden, die haben so ein bisschen Probleme mit Tastaturen. Da nimmt man das Mikrofon dann ein bisschen weiter nach oben an Mikrofonarm, weil dahinter ist dann nichts, dann geht das auch. Aber gut, wir haben jetzt ein wenig über die Basics gelernt. Ich würde sagen, wir legen jetzt hier in OBS los und stellen unser Mikrofon perfekt ein. Wir haben es ja hier eingebunden. Das nächste, was wir noch brauchen, damit wir selber auch hören, was wir einstellen, ist das Monitoring-Gerät. Und hier solltet ihr eure Kopfhörer auswählen. In meinem Fall sind das Lautsprecher Realtek Audio. Das einmal auf Übernehmen und dann nehmen wir uns einen kleinen Trick zur Hilfe. Und zwar gehen wir hier auf das Zahnrädchen von unserem Mikrofon, dann auf erweiterte Audioeigenschaften und dort wählen wir unser Mikrofon aus und sagen, alles klar, ich möchte das gerne monitoren, also Audio Monitoring auf nur Monitor. Dann auf Schließen und schon solltet ihr euch auf den Kopfhörern selber hören. Das heißt, nun können wir alles perfekt einstellen. Um nun in den OBS alles perfekt einzustellen, habt ihr die Möglichkeit, hier über das Zahnrädchen dann auf Filter zu gehen und dort könnt ihr Filter auf euer Mikrofon legen. In meinem Fall würde ich als allererstes empfehlen, die Rauschunterdrückung draufzulegen. Das heißt, alles, was man so im Hintergrund rauschen und so weiter von dem Mikrofon aufnimmt, das kann man ganz einfach mit rausfiltern. Über Plus findet ihr hier alle Standardfilter, unter anderem die Rauschunterdrückung. Legen wir die einmal drauf, dann mit OK bestätigen. Und dort kann es sein, dass ihr nun verschiedene Filter auswählen könnt. Hier ist zum Beispiel RNN Noise ausgewählt, Speaks oder NVIDIA Rauschunterdrückung. Die NVIDIA Rauschunterdrückung habt ihr natürlich nur, wenn ihr eine NVIDIA Grafikkarte verbaut habt. Und wenn ihr die auswählt, könnt ihr hier einstellen, in welchem Umfang das eingestellt wird. Dann gibt es RN Noise. Dort wird alles über AI gemacht. Das heißt, ihr habt keinen Regler, wie doll das gemacht werden soll. Ist eigentlich eine ziemlich gute Methode. Wenn ihr die habt, würde ich diese wählen. Und sonst gibt es noch Speaks, die auch sehr gut funktioniert. Hier müsst ihr nur aufpassen, was ihr einstellt. Umso weiter nach links, umso weniger wird unterdrückt. Wenn ihr dann weiter nach rechts geht, wird mehr Rauschen unterdrückt, aber auch die Qualität eurer Stimme bzw. der Audioaufnahme leidet darunter. Das heißt, dort so wenig wie möglich einstellen, damit das Rauschen weg ist. Nehmen wir in diesem Fall mal RN Noise. Der nächste Filter, den ich mit euch draufpacken möchte, ist ein Expander und der soll dafür da sein, dass das Mikrofon nur Audio aufnimmt, wenn ich spreche und nicht, wenn ich irgendwie mit der Maus klicke oder irgendwie meinen Kaffeebecher abstelle, sondern wirklich nur ab einem gewissen Pegel. Wie man das Ganze einstellt, ist auch relativ easy. Ihr geht hier auf das Plus, wählt dann Expander aus, dann auf OK, machen wir das mal ein bisschen größer, dann die Voreinstellung auf Expander lassen. Das Verhältnis würde ich hier auf 4:1 stellen, das heißt hier ein bisschen weiter nach rechts. Dann den Threshold ganz nach links stellen, also auf minus 60 Dezibel und die Ausgabeverstärkung sollte auf 0 Dezibel stehen. Erkennung RMS. Und jetzt können wir das Ganze einstellen. Was wir also machen wollen, ist nun Folgendes. Ihr schnappt euch eure Tastatur und fangt an, auf der Tastatur rumzuklimpern. Und dann hört ihr auf zu reden und schiebt den Schwellenwert, also hier oben, so weit nach rechts, bis das Audio aufhört durchzugehen. Bei mir ist das zum Beispiel bei circa minus 50 Dezibel. In dem Moment, wo hier kein Ausschlag mehr zu sehen ist, während ihr nicht redet, aber auf die Tastatur klimpert, habt ihr den richtigen Wert gefunden. Dann könnt ihr stehen bleiben. Jetzt gibt es aber noch Folgendes zu beachten.
Wenn ihr beim Reden abgehackt seid, das heißt, eure Stimme auf einmal weggeschnitten wird, dann ist der Threshold doch zu doll eingestellt. Und dann geht ihr mit dem Threshold, hier mit diesem Schieberegler, einfach ein Stück weiter nach links, bis eure Stimme wieder sauber die ganze Zeit durchkommt. Und das war's eigentlich schon mit dem Expander. Der nächste Step wäre nun ein Kompressor. Das heißt, wenn ihr hier auf das Plus geht und dann Kompressor auswählt, auf OK, habt ihr schon mal den Kompressor eingestellt. Den Expander nehme ich jetzt einmal raus, damit wir das sauber einstellen können. Das heißt, hier nur das Auge deaktivieren und dann gehen wir durch die Settings durch. Erstmal stellt ihr das Verhältnis auf 4:1. Das heißt, hier ein bisschen nach links gehen oder nach rechts, je nachdem, was bei euch die Standard-Settings sind. Dann den Threshold ganz nach rechts schieben, also auf 0 Dezibel. Und nun stellt ihr eigentlich das Mikrofon so ein, dass wenn ihr ganz leise redet, also ihr redet dann wirklich ganz, ganz, ganz leise, und dann redet ihr die ganze Zeit und schiebt nun die Ausgabeverstärkung so weit nach rechts, bis ihr bei minus 15 Dezibel die ganze Zeit seid. Das heißt, ich rede jetzt weiterhin ganz leise und schaue, bis ich bis minus 15 Dezibel komme. Das ist in diesem Fall bei 9,4 Dezibel. Und schon habt ihr den Kompressor fertig eingestellt. Der Kompressor macht eigentlich nichts anderes, als dass, wenn ihr leise redet, er das Audio verstärkt und wenn ihr laut redet, das Audio ein bisschen verringert. Also er komprimiert das Audio auf einem gleichbleibenden Level. Und im nächsten Schritt könnt ihr dann hier wieder bei Expander das Ganze mit dem Auge aktivieren. Das heißt, der Expander ist auch wieder aktiv und der Kompressor und die Rauschunterdrückung. Was uns jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist eine Sache. Es kann nämlich passieren, dass ihr doch zu laut werdet, je nachdem, wie empfindlich euer Mikrofon ist. Und damit das auch wirklich nie passiert und egal wie laut ihr schreit, könnt ihr mit einem Limiter dafür sorgen, dass das Audio nie übersteuert. Das heißt, wenn ihr hier auf Plus geht und dann auf Limiter den Limiter einfügt und den hier auf minus 1 Dezibel stellt, dann ist das Lauteste, was ihr je werden könnt, minus 1 Dezibel. Und schon habt ihr das Audio an sich perfekt eingestellt. Das sind so die vier Hauptfilter, die ich euch empfehlen würde, um das Mikrofon optimal zu konfigurieren. Aber damit ihr euch nun nicht wundert, dass das Mikrofon nicht im Stream ankommt, wir können hier die Filter einmal schließen, solltet ihr noch eines beachten. Ihr müsst das Monitoring natürlich wieder deaktivieren, also erweiterte Audioeigenschaften, dann Monitor aus und schon geht das Mikrofon wieder ganz normal in den Stream über. Natürlich geht hier noch viel mehr. Das Ganze ist jetzt nur in OBS und sollte euch einfach mal die Basics zeigen, die man nutzen kann, um sein Mikrofon richtig zu filtern und alles aus dem Mikrofon rauszuholen. So gibt es zum Beispiel noch Voice Meter und es gibt auch VST-Plugins und das kann man auch noch verschmelzen. Aber die einfachste Art und Weise ist halt hier direkt in OBS. Wenn ihr nun natürlich noch unglaublich viele Nebengeräusche bei euch im Raum habt, wie zum Beispiel einen Föhn, den ihr direkt neben den Kopf haltet, ja, das meine ich jetzt wirklich ernst, dann gibt es auch Dinge wie zum Beispiel Nvidia Broadcast, die sowas noch rausfiltern können. Und da solltet ihr unbedingt mal hier reinschauen, da zeige ich das Ganze auch nochmal und erkläre, wie man dies integrieren kann. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!